Diese Schurken sind hier, ich weiß es. Ganz genau, such nur weiter. Dann siehst du das hier nicht kommen. Ich bin soweit. Gut, wir müssen einander vorsichtig runter auf den Boden ziehen und... Ah, Telegramm! Ja, ich wusste, dass sie hier irgendwo sind. Gegen die Gittler, auf ein neues! Was? Nein! Jetzt bin ich mein Superarmreifling! Der schurkische Schnäufler, ich kann alles machen! Er damit! Sie halten sich raus, klar? Ja, logisch. Ich halte doch nicht meinen Kopf für den Typen hin. Meine Armhaare! Ich hab ihn, diebische Donatella! Nichts wie weg! Gib mir den Armreif von meiner Freundin zurück! Ist sie nicht? Sie ist nicht mehr mit dir ausgegangen. Gideon, das wirst du bitter bereuen! Oh, Phoebe, warte! Ich weiß, was du sagen willst. Du hast recht, wir sollten ihm helfen. Nein, ich wollte sagen, dass ich ohne diese Flossen schneller laufen könnte. Du hast Bradford selbst gesehen, er beschießt Gideon mit seinen Bällen. Ich hasse deine himbeergefüllte Logik. Schreiten wir ein, bevor er Vanille weich geprügelt wird. Lass das! Ich kann nicht. Hast du letzte Worte? Ja, es reicht. Ich fürchte sie nicht. Hey? Gideon fängt an, für sich selbst einzustehen. Ich habe vielleicht meinen Armreif verloren, aber er hat mir eine andere Kraft verliehen. Selbstvertrauen. Du bist eine Niete! Der Punkt ist, ich werde nie zurücknehmen, was ich über ihre Shorts sagte. Die sind eklig und schräg. Dann lässt du mir keine Wahl. Dodschnowski, Feuer! Krass, der Ball ist jetzt ein Teil von ihm. Max, sieh nur! Ich konnte ihn fangen. Das bedeutet, sie sind raus. Daneben geworfen. Oh nein. Und doch? Ja! Meine Beine, meine schönen Beine. Meine Beine. Ich muss da unbedingt auch mitmachen. Aber hallo. Nein! Willkommen zum Telekinese-Vertrauensfall. Teamkollegen stehen immer füreinander ein. Wenn nicht, könnte es schon mal ans Eingemachte gehen. Versteht ihr, weil im Becken Marmelade ist? Haben wir verstanden. Ihr zwei seid alt. Könnten wir dann bitte mit der Übung beginnen? Bei dem Test können diese Thunderbälle herunterschwingen und euch jeden Moment von der Plattform schubsen. Also macht euch bereit, euch mit euren Kräften gegenseitig in der Luft zu halten. Sonst endet ihr wirklich als Einmachgurken. Hank, Gurkenwerfen kommt später. Hey, lass deine Hände vorn, das verkürzt deine Reaktionszeit. Ich wollte mich nur dehnen. Sei nicht so ein Kontrollfreak. Ich bin kein Kontrollfreak. Und jetzt mach genau, was ich dir sage. Oh, richtig, weil du ja mein Boss bist. Ups, schon 3 Uhr, ich brauche meine Töpfchenpause. Erst einmal ist deine Töpfchenpause um 4. Und wenigstens ist mir dieses Team wichtig. Du denkst ja nur an dich selbst. Ich denke absolut an dieses Team, besonders an meine Hälfte. Oh, meinst du etwa die Hälfte, die mich nicht gefragt hat, als sie ein rattenverseuchtes Baumhaus gekauft hat? Das sind keine Ratten, das sind nur wirklich große Termiten. Leute, bleibt bei der Sache. Sieh es ein, Max, du bist der Grund, warum wir kein gutes Team sind. Oh, wirklich? Ich denke, du bist der Grund. Steck dir das in deine Windel und trag sie. Ist alles okay? Diese Übung hat mir gezeigt, dass ich nie wieder die Partnerin von Max sein will. Ja, dieses Team hat sich erledigt. Ich würde sie ja zappen, aber das haben sie schon selbst gemacht. Was soll's? Wir sind echt hier. Cybron James und der Sieg im Videospiel sind nur noch 100 Menschen entfernt. Damit nur 99. Wir wollten was Spannendes mit euch machen, nicht nur öde in der Schlange stehen. Was soll das bitte bedeuten? Das ist doch der Hammer. Ja. Sieh uns an, wir stehen Schlange. Nö, die Schlange ist blöd. Oh, hey, ihr wolltet doch in den Wasserpark, oder? Vorhin habe ich da drüben den Virtuellen gesehen. Wollt ihr schon mal rübergehen und wir treffen uns da? Sofern nicht einer von uns eine Spielidee an Cybron verkauft. Macht's gut, ihr Trottel! Aber das Einzige, das uns wichtig daran war, war, dass wir zusammen sind. Das werden wir doch sein. Und zwar gleich. Hey, möchtest du ein paar Snowcones? Wir beide sind nicht bestechlich. Pack noch eine Waffel obendrauf und wir kommen ins Geschäft miteinander. Billy?
haben echt überhaupt keine Lust auf uns. Vergiss die beiden. Wir haben so Spaß. Meine ist zu eng. Meine auch. Hilf mir, dann helf ich dir. Wow, wow. Ist alles okay, Kleine? Ich bin Fifi. Das ist mein Zwillingsbruder Matt. Erinnern die dich auch? Eindeutig. Sekunde, wir helfen euch. Mach die Brillen an der Seite an und schon können wir anfangen. Ich bin auf einer Wasserrutsche. Genau dafür wurde ich geboren. Ihr seid echt voll witzig. Das sehen manche leider nicht so. Oh, das Fake-Wasser fühlt sich echt an. Ich glaube, das war's jetzt. Nicht mein Burrito! Vergiss den verdammten Burrito, wir sind die Nächsten! Phoebe, es tut mir leid, du hattest recht mit diesem ganzen Baumburg-Ding, das war bescheuert. Ich war wirklich zu selbstsüchtig. Entschuldige dich später, das Ding hier stürzt ein! Hey, wir müssen springen! Eins, zwei... Ja! Warum schreien wir noch? Keine Ahnung! Stellen wir uns hin! Ich glaube, das war gerade ein Telekinese-Vertrauensfall. Ich weiß. Wir haben das zusammen gemacht. Phoebe, riechst du das? Klar doch. Das riecht nach Team Spirit. Ich dachte eigentlich an totes Eichhörnchen-Burrito, aber vielleicht bilden wir doch ein ganz gutes Team. Das bedeutet, unser Seaforce-Traum lebt weiter. Und mit ein paar Nägeln ist unser Hauptquartier wieder so gut wie neu. Wer braucht schon Hauptquartier? Wir nicht. Ernsthaft, Max? Wer ist dieser Max, von dem du sprichst? Ich bin nur ein Junge mit schlechten Augen. Danke fürs Mitnehmen, Chloe. Und merk dir, wir sind eigentlich gar nicht hier. Klar, ich verliere doch nicht meine Kräfte. Okay, Candy. Finden wir raus, was du vorhast. Nicht klopfen. Das ist nicht mehr unser Haus. Geh einfach raus. Okay. Wir riskieren unsere Kräfte wegen einer Party? Allison hasst Partys. Ich finde raus, was hier vorgeht. Hey, Allison! Alles okay? Candy Falconman ist die beste und die süßeste Person, die mir je begegnet ist. Sie wirken, als wären sie hypnotisiert. Candy Falconman ist mein Wolfgang und Wolfgang. Oh nein, sie hat sogar Wolfgang erwischt. Schnell, wir müssen Candy finden. Ihr habt sie gefunden. Willkommen auf meiner Party. Himbeer-Pixie-Staub für euch zwei. Max? Max, wach auf. Hä? Warum riecht sie so gut? Wir! Wir kleben beide in Zuckerwatte fest. Oh. Vergiss doch mal uns. Was hat sie meinem schönen Versteck angetan? Jetzt ist es mein schönes Versteck geworden. Okay, frieren wir diesen Freak ein. Oh, eure Kräfte wirken nicht auf mich. Ich bin durch Zuckerguss geschützt. Colosso, hilf uns, du hast uns doch gerufen. Das war, bevor ich mich entschieden habe, dass Candy meine Sugar-Mama ist. Aber Max ist deine Sugar-Mama. Du weißt, dass es so ist. Du hast mit meinem Brainwash XL alle zu deinen Freunden gemacht? Ja, ganz recht. Und nachdem ich ihn erst mit dem Satelliten auf dem Dach verbunden habe, benutze ich ihn für ganz Hidden Will. Warum suchst du dir deine Freunde nicht auf normale Weise? Oh, ich hab's versucht, aber unabhängig davon, wie süß ich bin, weigern sie sich, mich anzuhimmeln. Oh. Wer hätte gedacht, dass das Kind von Superhelden ein Superschurke werden kann? Oh, richtig wie ich. Seid bloß froh, dass ich euch nicht in Lebkuchenmännchen verwandelt habe wie meine Eltern. Sie leben jetzt hier drin. Lass uns hier raus, Prinzessin! Nein! Auf zur Gehirnwäsche!
Hirnwäsche der Stadt. Das nützt nichts. Das war meine einzige Chance, wieder gut zu machen, dass ich die Stadt gefährdet habe und ich habe versagt. Phoebe, wir können diesen zuckerverrückten Dummchen nicht Hiddenville überlassen. Das werdet ihr auch nicht, weil ich euch retten werde. Ich dachte, du bist auf Candys Seite. Du siehst sogar aus wie ihr pelziger Zwilling. Ich habe nur so getan, als wäre ich auf Candys Seite. Sonst hätte sie mich in einen Schokohasen verwandelt. Sagtest du nicht, du hasst mich, wenn ich gut bin? Das stimmt. Ich vermisse meinen besten Freund. Und ich will meine Sugar Mama zurück. Och, ich vermisse dich auch, Kumpel. Okay, cool. Wenn ihr beide mit eurer Paartherapie fertig seid, können wir dann raus hier? Zeit, euch frei zu fressen. Zum Glück ist heute mein Schummeltag. Kitzel ihre spitzen Ellbogen, dass sie schwach. Okay, okay, auf. Die erste Nummer ist die 3. Nur bitte hör. Komm schon, sag uns den Rest des Codes. Hex, warum musstest du wieder böse werden? Ist das nicht offensichtlich? Um sie abzulenken, während ich das tue. Max, ich wusste, du bist gut. Also jetzt weiß ich es. Vorher dachte ich, du wärst böse. Verräter! Das werden sie bereuen. Gut, wir müssen ihn die Power-Zapper wieder anlegen, bevor sie uns schlimm verletzen. Warum kann ich meine Hand nicht kontrollieren? Weil deine Uhr aus Metall ist. Wie gesagt, ein Magnet für Mädels. Maisie, hör auf damit. Ich mach mir sonst in die Hose. Max, jetzt! Okay, einer von uns muss sie erwischen. Ach, sieht so aus, als gäbe es gleich stürmisches Wetter. Max, jetzt liegt es an dir! Ich brauche ein bisschen Anschub! Hab dich, Windbeute! Max! Du und deine Freunde tretet auf bei der Talentshow? Oh nein, das sind nicht meine Freunde. Du machst dich, Junge, so mag ich das. Ich bin ein Problemschüler. Wenn du meinst. Oh, selbst Bradford hält mich schon für einen netten Kerl. Ich muss eine Schandtat austüfteln, aber schnell. Jerrys Computer. Hallo, Freunde der Schandtat. Was hast du gesagt? Oh! Phoebe, schleich dich doch nicht an wie ein Horrorfilmmörder. Ich bin auf Streife und suche die Banditen. Oh, die Mädels sind verdächtig. Was? Die kannst du vergessen. Du wolltest, dass ich mich umhöre. Ich weiß was. Es gibt das Gerücht, dass Brian Jones dein Mann ist. Du meinst Bush Brown Jones? Ganz genau. Ich werde ihm das Gestrüpp schon zurechtstutzen. Hey, Ladies. Max Thunderman. Wollte nur sagen, ich bin ein Fan. Ich bin sogar in derselben Branche. Und was genau meinst du, wenn du von Branche sprichst? Das hier. Cool. Süßigkeiten! Wollt ihr mit mir rumhängen? Du hast auf jeden Fall eine Menge drauf. Und hübsch bist du auch. Richtig lecker. Ich bin nicht auf dieser Schule. Komm mit. Halt dich eine Weile an uns. Max! Boah. Spielen alle Freddy Krüger heute? Eule, wir haben dir was mitgebracht. Oh, Jungs, ihr dürft mir keine Geschenke kaufen. Wieso nicht? Wir sind Freunde. Wie Benjamin und Otto. Kein Knuddeln. Und keine Benediktiner, wir sind nur eine Band. Autschen. Nur eine Band? Was willst du denn damit sagen, Mann? Wir sind Freunde. Das Schenken hast auch du angefangen, die Alben für uns. Gib die her! Max Thunderman hat keine Freunde. Und ab jetzt auch keine Band. Ich bin raus. Was wird aus der Talentshow? Was war das eben? Weiß ich auch nicht. Aber ich gehe mal kurz aufs Klo.
das Signal nicht senden. Okay, wir schleichen leise rüber und dann... Candy Falconman ist meine beste Freundin. Candy Falconman ist meine beste Freundin. Warum haben wir Dad nur erlaubt, durchs Dach zu fliegen? Oh, wollt ihr noch mehr Zucker? Wie wär's mit einer Lakritzpeitsche? Ich krieg sie, Max. Wow. Das Einzige, was du kriegst, ist ein Zuckerzuckerrang. Hast du nicht mehr drauf? Au. Doch, du hast mehr drauf. Ich klebe in Kaugummi. Mit Bananengeschmack. Ups, ich glaube, du hast was verloren. Oh, da fällt mir ein, ich habe da noch ein paar Zitronendrops. Achtung, Rutschgefahr! Ich weiß nicht, was gefährlicher ist, du oder dieses Dach. Oh, habe ich euch euren Plan verklebt, Gummis? Was noch fehlt, sind die Koordinaten. Und diese Satellitenschüssel verwandelt alle Bewohner Hiddenwilds in meine besten Freunde. Okay. Vielleicht treffe ich die Satellitenschüssel mit meinem Feueratem. Nein, wir sollten unseren Frostatem nutzen. Feueratem. Frostatem. Moment. Lass uns doch dasselbe wie im Splatburger machen. Blöde Scherze mit Mrs. Wong, warum das? Nein, wir kombinieren Feuer- und Frostatem. Was geht denn jetzt ab hier? Ach du Büffeltrüffel! Wow! Du hast Amazenland in unsere Auffahrt gebracht? Wir sind in Amazenland, du Spatzenhirn. Ein Glück, dass ich das ein für alle Mal los bin. Hey, Chloe, warte du doch bitte da bei Thunderman. Ein flacher Daddy! Hey, wir haben euch nach Betriebsschluss hergebracht, damit ihr euch wieder versöhnt. Also, hier ist Thunderman the Ride. Macht schon. Na hopp, hüpft rein, werdet wieder Freunde. Das wird echt turbo geil. Yay, die nächste Fahrt geht rückwärts. Macht schon, hey. Und dann Billy ziehst du aus meinem Versteck. Und Nora tut, was auch immer sie tun will. Ich steig nie im Leben mit ihm da ein, bevor er sich bei mir entschuldigt hat. Natürlich, was sonst? Warten wir doch auf Nora. Warten, warten, warten. Warten, warten. Max, wir tun, was von Anfang an richtig gewesen wäre. Und da steh dich es zu sagen? Die Wahrheit rausrücken. Du bist so schwach. Ich werde nie wieder mit dir reden. Nicht so schnell. Ihr dürft nicht gehen. Es ist so, Billy, du hast Nora nie geboxt. Und Nora, du hast Billy nie geschubst. Wir waren's. Okay, die Wahrheit ist, Max und ich, wir fürchten uns vor Thunderman the Ride. Das ist die absolute Hölle mit dem Rauf und dem Runter und dem Kotzen. Oh. Wir wollten nicht, dass unser Geheimnis rauskommt und haben mit unseren Superkräften einen Streit zwischen euch angezettelt, damit Dad wieder umdreht. Heißt das, das ist nur eure Schuld? Weil ihr euch schämt und zu feige wart? Ja. Tut uns leid. Wir müssen uns besprechen. Hey, Max, es funktioniert. Ich werde dir nie verzeihen. Toll, du hast's versaut. Hey, Nora. Alles ist gut. Nicht weinen. Ich weine gar nicht. Aber ich lache. Jetzt, Billy! Was habt ihr vor? Wir wollen uns nur ein bisschen rächen. Bereit zum Abflug. Aber wir haben uns doch entschuldigt und so ein Quatsch. Das könnt ihr nicht tun. Doch, ich zeig's euch. Fünf, vier, richtige Regel, halt meine Hand. Wenn du meine hältst. Zwei, eins, Thunderman, auf und davon! Bis bald. Tut mir leid, dass ich so fies zu dir war. Nein, du hattest recht. Ich kriege ohne dich nichts hin. Mir macht's einfach zu viel Spaß, alles mit dir zu machen. Mir auch. Deshalb will ich ja, dass du auf mich wartest. Wir machen die lustigen Sachen immer zu zweit. Ah! Ah! Ah!
Wir werden aber nicht echt mit dem grausamen Ding fahren, oder? Kommt gar nicht in Frage. Das sieht schrecklich aus. Genau so muss eine Schreigrimasse aussehen. Es fängt gleichermaßen die Scham und die Angst ein. Gute Idee, die beiden 20 Mal fahren zu lassen. Friss das! Nora ist der bessere Superheld. Ihre Laser sind so heiß wie ihr Haarschleifen-Style. Ja! Nein, Billy ist besser. Er hat super Tempo und einen coolen Schwimmhautzeh. Ja! Nicht darauf einigen, dass Billy und ich beide gut sind? Sie denkt, sie ist so gut wie Billy. Angriff! Was sollen wir tun? Ich rufe Mom und Dad an, damit sie uns holen. Ich hätte gern noch mehr Spieltee, bitte. Hier hast du welchen. Hallo? Chloe? Billy und ich stecken in Schwierigkeiten und brauchen deine Hilfe. Ich kann euch helfen, aber erst morgen früh. Sie wird nicht kommen. Wir müssen uns jetzt selbst helfen. Komm schon, Nora! Laser diese Hater! Billy tritt all eure blöden Hintern in 0, nichts Blatt. Stimmt's, Billy? Billy? Wo gehst du hin? Ihr wollt uns verlassen? Was? Niemals! Schnell, Billy! Das hört sich gut an. Ladies, ihr habt echt einen schlechten Einfluss auf mich. Dafür ein Dankeschön. Was ist das? Oh, neuer Gitarrengurt? Für Max. Du hast wenig Kohle, aber dafür viele Freunde. Pff, verknallter Hund. Das kriege ich als Leine für den geklauten Hund. Gib mir das wieder! Du hast doch gesagt, das wären nicht deine Freunde. Doch. Sie waren's früher. So eine Tussi verfolgt mich. Ich konnte sie loswerden, wir sollten aber ins Versteck. Wisst ihr was? Das lassen wir. Wollt ihr meine Freunde beklauen, müsst ihr an mir vorbei. Okidoki. Oh. Du gehst nicht mal auf diese Schule! Wo ist Phoebe, wenn ich sie brauche? Lex, was tust du hier? Wo ist das Mädel, das ich verfolgt habe? Jade hat mit den anderen beiden das Diebesgut weggeschafft. Das heißt, das sind die Diebe. Moment, du kennst ihren Namen? Demnach hilfst du ihnen? Du bist auch in ihrer Bande? Nein, keine Ahnung, irgendwie. Max, warum machst du bloß sowas mit deinen eigenen Freunden? Ich wollte aber was unternehmen. Nachdem ich sie inspirierte, hinter die Bühne brachte, Gideon ablenkte, das Equipment verstaute, was hab ich getan? Es komplett versaut, wie sonst auch. Darum stehe ich im Weg rum, ich hol mir endlich diese Tussis. Nein, warte, ich komm mit. Aber zuerst muss ich den Lümmel hier wieder einrenken. Nur einen kleinen Schubs, bitte. Das mache ich nie wieder, klar? Ersetzen die uns? Ist doch klar. Wir schieben sie dauernd zu Chloe und jetzt schieben wir sie zu diesen schrägen Vögeln. Bei Nets Gesicht möchte ich am liebsten kotzen. Ach, so geht's mir mit Fifi und ihren spitzen Ellbogen. Ein neuer Highscore! Super, Kleiner. Wir haben's echt versaut. Das sollten wir sein. Genau, ich bin ein Superzocker. Das wäre mein Highscore. Nein. Wir beide sollten da drin Spaß haben mit Billy und Nora, nicht Coolio und hübsche Maus. Wir müssen da rein und uns entschuldigen. Keine Ahnung, wer die hübsche Maus ist, aber ja, wir gehen rein. Und ich weiß auch schon, wie.
Komm, Maximus, lass uns nicht rumtrödeln. Zwei Bändchen für mich und meinen Sohn, bitte. Ich bin unter 13. Hey, guck mal, Mami, meine Erwachsenenbeine sind gewachsen. Das ist nicht mein Junge. Er muss reingelaufen sein. Maximus, Mami kommt. Netter Versuch. Wie kommen wir jetzt an unsere Bändchen? Oh. Wir brauchen keine Bändchen. Steh bitte wieder auf, wir werden angestarrt. Ich bin überzeugt von dieser Idee.